So, herzlich willkommen hier in Rotterdam. Mein Name ist Brendan de Klerk. Ich bin ein Profi-Fotograf und ich bin auch ein Trainer vom Profoto. Und heute sind wir hier in Rotterdam und in Rotterdam machen wir ein kleines Workshop, kleines Masterclass mit meinem guten Freund Ron, aber das sehen Sie später. Und was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht nur die kleine Blitz vom Profoto, 2A1X, 2A1X. Und die brauchen wir, und das ist normal besprochen, ist das, viele Leute sagen, das ist eine Reportageflitze. Aber für mich ist das kleinste Studio-Flash in der Welt. Und ich lasse Sie sehen, was ich schönes Foto kann machen, okay, mit den zwei kleinen A1. Viele Leute denken, das ist zu klein, das ist nicht zu schwer, das ist nicht zu kräftig. Aber für mich, das ist sehr, sehr gut und ich habe immer viel, viel Spaß mit die A1, mit die Profoto A1. Meine Deutsch ist, ich komme von Amsterdam natürlich. Ich bin geboren in Irland, in Dublin. Und mein Vater ist Französisch, aber meine Deutsch ist Holländisch mit einem deutschen Akzent. Das ist Rudi Carrell 2.0. Wann ich das wirklich nicht wisse, dann gehe ich nach Englisch, Denglisch. Ich gehe nicht nach Deutsch, aber die machen viel Spaß, okay? So, sehr gut. So, dann habe ich habe gesagt, ich habe mitgebracht ein Modell Ron. Ron ist ein guter Freund für mich, aber ich habe auch meine Tochter mitgebracht. Das ist Bente. Und da haben wir Ron. Und wir machen, was machen wir? Wir machen zwei Shoots, aber maybe drei. Aber wir sehen, was wir machen, okay? Ich mache einen Shoot mit Ron. Ich mache auch einen Shoot mit meiner Tochter Bente. Und dann auch zusammen, aber das weiß ich noch nicht so sehr, okay? Aber wir gucken mal, okay? So, was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht 2A1, A1X. Das ist eine On-Camera-Flash und eine Off-Camera-Flash. Und ich habe natürlich, ich brauche dies mehr, nicht so sehr On-Camera, aber Off-Camera. Das ist für mich eine Studio-Flash. Und ich habe auch also mitgebracht, eine normale Stand und eine Tilt-Stand-Adapter mit einem A1X und eine große tiefe Umbrella Silber von Large von Profoto. Okay, was ich auch mitgebracht habe, ist mein Handy. Ich kann dann meine Trigger, den Connect-Trigger, habe ich eine Bedienung, okay? Und ich kann auch meine C1 in C1 Plus mit meinem Handy Bedienung, okay? I can trigger it, I can make adjustments, okay? Kann ich machen, okay? So, dann habe ich natürlich meine Kamera mit dem Connect-Trigger. Ich habe eine Sony A7 R4, sehr schöne Kamera, 24-70 Lens und ich habe eine Lens, das ist mein Favorite-Lens, das ist für das Portrait, das ist eine 1.4 G Master und 85 mm. So, ich habe hier die Setup gemacht. Ich habe Tethering Shooting mit meinem Computer und um meine Kamera. Und auch, was ich mache, ist, das erste Bild ist ohne Blitz. Ja, da kann ich sehen, was das macht, ohne Blitz. Was brauche ich für Licht? Du weißt natürlich, was hartes Licht ist und weiches Licht. Ja, weiches Licht ist sehr, sehr weiches Schatten und hartes Licht ist hartes Schatten. Und hier, in diesem schönes Gebäude, brauche ich eine große Lightshaper, der Large Umbrella. Und eine große Lightshaper, das macht das weiches Licht, so weichen Schatten. So, okay. Dann das erste Bild, was ich mache, das ist Verschlusszeit, guck mal, 200 und Aperture, die Blende 2.8. Okay, so das erste Bild ohne Blitz. Okay, Ron, das ist nur ein Testfoto. Okay. Okay, dann gucken wir an. Okay, dann kannst du es anschauen. Ich brauche hier Blitz. Okay, ich habe Licht hier von die anderen Zimmer und das ist schön. Okay, und ich habe natürlich auch die C1 Plus mitgebracht mit die Color Gels und da kann ich ein klein bisschen kreativ sein. Aber das machen wir später. So, nun brauche ich die Blitz. Ich habe hier eine Trigger. Das ist die Connect Trigger und die Connect Trigger ist
Ich bin eine Fotograf, ich brauche immer meine Lichtmesser. Aber heute, dann kannst du anschauen, how easy ich kann arbeiten mit der A1 und auch auf TTL. TTL ist True the Lens, das ist eine automatisch, ja, das ist ein Auto, das ist von der Kamera, das sagt, wie viel Licht er gebraucht. So, heute brauche ich keine Lichtmesser, nur TTL. Okay, ich habe hier noch auf Auto gemacht. Ja, dann mache ich hier mit der Umbrella. Das ist mein A1X. Ja, und ein klein bisschen so. Ja, und das ist eine schöne Umbrella, eine große Umbrella, Silber. Und dann gucken wir, was wir können machen. Okay, hier. Okay, Ron, wie geht's? Ist gut, ja. Okay, sehr schön. Okay, so. Ein A1X, Trigger auf TTL. Okay, Ron, ein Testbild. Ja. Okay. Dann habe ich hier auch eine, das ist falsch. Ich habe hier eine A1X mit den Color Gels, aber die habe ich nicht ausgemacht. Ich muss das Bild ausmachen. Okay. So. Okay. Nur die eine A1X. Ich gehe in kleinen Zücken zurück. Ja, und ein klein bisschen nach unten, ja, und ein klein bisschen 45 Grad, das ist schön. Okay. Okay, Ron, ein Testbild, ja, das ist schön, ja. Und was sehr schön ist mit dieser Kamera, ist die Eye Autofocus. iView, okay, schön. Mal gucken wir. Okay, das ist schön. Das ist ein sehr natürliches Bild. Okay, okay, man, ich guck mal. Ja, das ist sehr scharf, sehr schön auf die Augen. Okay, das ist das, okay, aber das ist nur ja, ein schönes Bild, aber nicht so kreativ. Und ich wolle auch das Control auf meine Licht haben. Und was brauche ich? Ich brauche die TTL, brauche ich im Hybride. So, was ich mache, das erste Bild mache ich in TTL. Wenn das gut ist, dann mache ich von Auto, gehe ich nach manuell und dann mache ich das Licht. Ich brauche dann das Control, okay? So, von Automat nach manuell. Und dann weiß ich, dass alles, die Einstellung ist dasselbe. Aber ich brauche ein klein bisschen, ich will es nicht so hell machen, okay? So, ich habe hier nur 8.1, ich gehe ein Stopp nach unten, okay? Nur ein Stopp, okay? Die brauchen wir. Und die Stopps, die habe ich auch hier auf meinen Armen, eine schöne Tattoo. Das ist sehr, sehr wichtig. Du musst das kennen, ne? 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5, 6, 8, 11, 16. Das sind die Stops, okay? Die sind auch in meinem Kopf, auch für meine Leute, für meine liebe Freunde, die das nicht wissen. Da kannst du auf meinen Arm sehen, ja? Okay, ein Stopp nach unten. Okay, Ron. Schön. Okay. Klein bisschen die Treppe in den Hintergrund. Ja. Schön. Ja. Okay. Schauen wir an. Okay, das ist klein bisschen zu dunkel. Hier ist das zu hell und Ron ist ein klein bisschen zu dunkel. So, was machen wir? Dann machen wir, ich frage, dass Ron ein klein bisschen nach unten gehen. Okay, okay, sehr gut. Ja. Dann mache ich diese klein bisschen hier und dann brauche ich diese klein bisschen nach unten. Und ist das Licht, das ist nur auf Ron, ja, und nicht sehr, okay, ja, here we go, ja, schön, das ist schön, okay, klein bisschen so, das ist Light Shaping, ja, ich spiele mit das Licht. Und mit dem Blitz. Okay,
was ich auch mache, ist diese klein bisschen so. Ja, dann ist das Licht, guck mal, so. Nicht in diese Ecke, aber auch so. Ja, okay. Ja, sehr schön. Oh ja, ich liebe das. Die Hintergrund ist sehr gut. Ja. Und guck mal, wie schnell ich das Bild habe gemacht. Und die Tiefe in das Bild ist sehr, sehr schön. Aber ich wollte auch ein klein bisschen kreativ sein. Ja. Ich habe das Bild geschossen. 200, Verschlusszeit, Blende 2.8. So, ich brauche ein klein bisschen Farbe in die Hintergrund. So, was kann ich machen? Ach, sehr schön. Das ist sehr schnell. Ich habe auch eine andere A1X und die habe ich in den Hintergrund gebracht. Okay, so was habe ich hier? Okay, das ist die White Lens. Ja, das macht das Licht sehr weit. Okay, sehr schön. Aber was ich auch habe, ich habe diese mitgebracht. Ja, mit der Farbe Creative Color Gel. Und die kann ich auch auf die White Lens setzen. Okay, diese und diese, ja, sehr schön. In den Hintergrund, okay, dann gucken wir an, ein B, das ist ein A, das ist ein B, okay. Dann setzen Sie hier. So, okay Ron, dann machen wir die Farbe ein klein bisschen pink. Schön. Und du kannst es sehen, ich habe das Control und ich bin nicht nervös. Ich weiß, was das Licht macht, okay? Und das ist das Schönste mit dem Profoto. Du kannst direkt arbeiten mit Profoto. Du kannst, wenn du das, when you put it on, dann kannst du gleich die Foto machen. Oh, auf TTL, von TTL nach manuell. Und das ist, ja, ich kann das, du kannst das Licht verstehen, okay? Okay, Ron, guck mal. So, dieselbe Einstellung mit das, mit dieser, mit hier Umbrella, aber nur die Hintergrund ist anders, okay? Wow. Okay, ein klein bisschen so, danke, schön. Okay. Guck mal. Okay, aber was haben wir hier? Ja, wir haben die Hintergrund ist pink. Okay, und wir haben hier auch die Schatten. Was ich auch kann machen ist, ich kann das Licht nur nach hinten setzen. Okay, nur nach hinten. So. Und ich habe keinen Assistent. Ich kann alles allein machen. Okay. Here we go again, Ron. Fertig. Ja. Los. Close by. Ja. Oh, das ist sehr schön, schön. Dann habe ich nicht die harten Schatten in den Hintergrund auf die Mauer. Okay. Ja. Okay, eine Headshot. Schön. Ja. Close by. Sehr, sehr schön. Okay. Okay, white. Okay. Okay. Machen wir so. Ja, danke. So. Du kannst das sehen. Ich bin kreativ. Und ich habe das gemacht in 10, 12 Minuten. Das war alles. Ja? 2A1, das erste Bild, kein Problem. So, was ich auch kann machen ist, ich kann eine Headshot machen, ja, so, mit meiner favorite Lens, ja, diese, okay, okay Ron, 85 auf 1.4, ich brauche die Blitz, kannst du aufstehen bitten, ja, kannst du hier stehen? Ja, deze wegleggen? Ja, das ist kein Problem, das kommt nicht in das Bild, okay, nur hier stehen, okay, hier. So und so, ja,
Okay. Wir haben die Corona-Tests gemacht, das ist sehr, sehr gut. Aber die Abstand ist natürlich sehr, sehr wichtig. Klein bisschen so. Ja, okay, schön. Okay, dann habe ich TTL. Dann brauche ich nur so schnell diese. Ich brauche die nicht in den Hintergrund. Okay? Aus. So. So. Ich brauche nur diese. Sehr schön. Das erste Bild auf TTL. So. TTL. Schön. Schön. Okay. 1.4. Da kann ich auch auf Highspeed Sync machen. Ich habe zu viel Licht. Da kann ich sagen, okay, ich wolle meine Verschlusszeit 4000 machen. Okay, klein. Wacht, nein, 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 hier. Okay. Und kannst du nur ein klein bisschen in das Licht gucken? Ja. So, ja, okay, schön, okay, hier, ich habe es nur gemacht, schön, okay, Ron, kannst du da stehen, ja, okay, so, klein bisschen höher, ja, okay, sehr, sehr schön, okay, so schön. Ja, okay, klein bisschen so, ja, ja, schön. Guck mal, danke Ron, du kannst es sehen, ne? Das ist nur die Abstand, ist anders, das ist dasselbe Light Shaper, die große Umbrella, okay, tief, und ich habe nur eine, eine Rembrandt-Look gemacht, okay? Das Licht kommt von Höhe, ja? Und das ist sehr, sehr schön. Das ist nicht das Rembrandt-Schatten, aber das ist nur eine Painting. Okay, das ist der zweite Shoot und das ist auf die Balcony hier in dieses schönes Haus. Und was brauchen wir nur? Das erste Mal machen wir, dann machen wir ohne Blitz. Und dann können wir anschauen, was wir brauchen, okay? Und nur wir brauchen, now Ron ist meine Assistent. Ich brauche keine Stand. Ron ist meine Stand. Und wir haben hier nur die A1X. Und wir machen das erste Bild mit der normalen Verschlusszeit. Und dann machen wir auch ein Bild mit High Speed Sync. Das ist oben meine normale Verschlusszeit. 4000 Verschlusszeit und 2.8. Okay? Dann gehen wir. Okay, das erste Foto. Okay, und, meine Tochter ist mein Modell. Guck mal, wie schön sie ist. Ja? So, wie geht's, Bente? Alles gut? Ja, ja, so, okay, sehr gut. Okay. Ja. Okay. Das erste Bild, das machen wir auf 200, 2.8, okay, ohne Blitz, ja, okay, Bente, ja, und was sehen wir, ja, das ist nur ein normales Bild, ja, ich brauche auch, wollte ich ein gutes Bild haben, dann kann ich natürlich nur eine Blitz gebrauchen. Und dann habe ich, aber das ist nicht spektakulär. Ich wollte das mehr spektakulär haben. Ich wollte den Hintergrund was dunkel haben und natürlich Bente gut ausgelicht. Ja? So, Ron, was machen wir? Das erste Bild machen wir auf Auto. Ja? Okay, dann mache ich eine Verschlusszeit. Nur 800, okay, 2.8, na, mach ich 1000, okay, Ron, klein bisschen in der Mitte, okay, ja, und Bente, klein bisschen so, und sehr kräftig, wat krachtig, okay, so, schön, ja, okay, ja, und nur gucken wir, was das Licht macht, sehr schön, okay, okay, noch einmal. Und was sagen wir? Ja. Ja, ein Moment.
Ja, Winter. Okay, das ist nur, wir haben das als Auto gesetzt und das ist ein klein bisschen zu hell auf der Gesicht. Ja? Der Hintergrund ist gut, der Hintergrund ist schön, aber auf das Gesicht ist ein klein bisschen zu hell. So, was mache ich? Ich gehe vom TTL, gehe ich nach manuell. So, auf meine Trigger mache ich manuell. Okay, und was sehr wichtig ist, das ist, wir brauchen derselbe Abstand. Wann wir nach hinten gehen, dann geht auch die Kraft von das Licht machen wir weicher. So, Ron, was hast du gesehen? Du hast hier gesehen? Ja, dann machen wir das so. Ja, klein bisschen nach hinten, so. Und einen Stopp nach unten. Ich habe einen Stopp nach unten, okay? Kannst du ein bisschen so, ja? Okay, dann kannst du ein klein bisschen so stehen. Ja, okay, danke. Okay, Bente. Klein bisschen Power. Ja, schön. Okay. Schön. Okay. Schön, Bente. Ja. Klein bisschen zo met de benen, ietsje breder, ietsje wijder, ja. Oeps, ja, oké, schön. Je mag ook even naar beneden kijken als je wil, gewoon zo. Ja, mooi dit. En dan kom je vanzelf omhoog met je gezicht. Oké, schön, ja, schön. Oké, naar oben, ja, schön, ja. Sehr schön, absoluut. En du kannst dat sehen, dass das Blitz. Der Recycle Time, das ist sehr, sehr schnell. Ja? Aber das ist sehr wichtig für mich. Ich muss das Bild machen und das Blitz muss gut sein. So, die Recycle Time, sehr schön. Wenn ich das Bild mache, ich habe das Bild. Okay, das nächste Mal. Okay, was mache ich? Ich gehe mit meiner Verschlusszeit gehe ich nach oben. So, die Hintergrund, ich mache die Hintergrund dunkel. Aber das Licht, das Blitz, ist dasselbe auf meinem Modell. Okay? Dann schauen wir an, was wir brauchen. Okay? Bente, dasselbe bitte. Schön. Okay, ich schieße manuell. Ich gehe mit meinem Verschlusszeit nach 2000. Okay? In die Blende 2.8. Okay, das erste Bild. Okay, klein bisschen so, ja, sehr, sehr gut. Okay, schön, Bente. Und was ich mache, ich wolle die Haare ein klein bisschen wilder. Oh. Wilder, die ist so schön. I'm so proud of my daughter. Ja, okay. Okay, das erste Bild. Okay. Schön. Ja, mooi. Okay, close by. Schön, Bente. Na, guck mal diese Kant. Okay, schön, ja. Nice. Nur mit die Augen nach mir, sehr gut, danke. Ja, sehr schön. Okay, dann habe ich eine Verschlusszeit von 2000 gemacht. Dann mache ich nun eine Verschlusszeit von 4000. Dann schauen wir an, was das Bild macht. Und das Licht ist sehr kräftig. I have enough power. Okay, Ronnie Boy. Schön, Bente. Ja, du kannst anschauen, dass das Licht in den Hintergrund, das ist dunkel. So, ich gehe noch ein klein bisschen nach unten. Schön. Wow. Okay, die Kant auch kijken, so. Ja. Schön, ja. Du kannst mit deinen Haaren spielen, okay? Schön, ja. Ja, na, schön. Da. Gut. Sehr schön. Okay, full body. Schön, ja. Wow. Oh, das freut mich. Okay, sehr, sehr gut. So, da sind wir wieder.
So, von die Balcony gehen wir nach, ja, was ist das? Inside? Ich weiß das Wort nicht, was Inside ist. Aber wir gehen Inside. Und dann machen wir mit meiner Favorite Light Shaper, machen wir was weiches Licht. Wir haben High Speed Sync, haben wir geschossen. Der Verschlusszeit war 4000. Aber hier, Inside, machen wir die Verschlusszeit 125 und wir machen das weiches Licht. Okay, wir machen das Licht vor das normale eine Fotostudio. Viele Leute fragen, Brandon, kann ich, muss ich viele Light Shapers haben, vieles Licht haben vor ein helles Bild? Nein, nein, nur diese Deep Translucent Small Umbrella mit einem Backpanel. Das ist meine favorite Light Shaper. Okay, sehr klein und sehr, sehr schön. Und was sehr wichtig ist, mit der A1 habe ich die Wide Lens gebraucht. Ich wolle das Licht in meiner Umbrella haben, okay? Und das Regenschirm haben. Das muss voll sein mit Flitz, mit die Blitz, okay? So, wir gehen nach innen. Okay, guck mal, das ist gut. Okay, wir gehen nach oben. Und ich habe nur mit Bente habe ich meine 2470 Lens, das ist für eine Lookbook. Das ist ganz schön, schönes Licht, so, so, so. Okay? Nur die Simplicity. Okay, Bente. Okay, das ist das erste Mal machen wir auf Auto, ja? Dann schauen wir an, wie das Bild ist, wie das Licht ist. Okay. Schön. Okay, das ist okay. Aber das ist, TTL ist immer 18% grau und das ist nicht sehr hell. Dann mache ich das von TTL, gehe ich nach Manuel und dann sage ich, ich wolle nur eine Stoffhöhe gehen. Okay, dann habe ich mehr das heller und das weißes Licht. Das mache ich nicht mit TTL. Okay, weiß ist immer grau auf TTL. Sehr schön, Bente. Okay, gut. Okay. Ja, okay, du kannst losgehen. Jetzt gehen wir los. Okay, schön, Bente. Schön, schön, ja, wow, wow. Das mache ich ein klein bisschen mehr hell. Okay, und du kannst das sehen, das habe ich nur in 2 Minuten gemacht. Ja, von dem Balkon, von der Balcony nach hier. Okay, schön, okay, schön, Bente, gut, okay, ja, okay, dann haben wir alles gemacht und dann schauen wir noch einmal an, was die Abstand ist sehr wichtig, okay, wenn das Licht sehr nah ist, ist es sehr weich, aber auch dann habe ich nicht die Kraft, ja, brauche ich nicht. Kannst du ein klein bisschen nach vorne gehen? Ja? Noch nach vorne, nach vorne, nach vorne. Okay, dann so. Dann mache ich das Licht so, sehr nah. Okay, schön. Dann mache ich das Bild auf die Kamera. Okay, schön. Du kannst das machen auf Auto. Ja, und schön, Bente. Okay, dann kannst du sehen, dass die Hintergrund grau ist. Und die 1, 2, okay, schön. Aber ich wolle das Licht so machen. Du kannst es, ja, schauen Sie den Computer an. Okay, schön. Licht nach vorne. Okay, mooi. Mag je zo staan, schat. Okay. Ja, schön. Okay, das ist auf TTL. Dann gehe ich mir ein klein bisschen zurück. Dann sage ich eine Stoff nach hinten. Mooi. Ja, schön. Okay, dann habe ich einen grauen Hintergrund hier. Dann brauche ich das Spiellicht. Ja, okay. Schön. Ja, schön. Ja. Schön, okay, Spilllight, das Streulicht, dann ist die Hintergrund auch dunkel, schön,
Und das ist, ist sehr natürlich. Okay, schön. Ja, ja, ja. Schön, Bente. Ja. Okay, das war das. Du kannst doch sehen, was die Abstand sehr wichtig ist. Und ich bin so kreativ und so schnell mit die 2A1X. Dann habe ich einen schönen Tag gehabt, einen schönen Shoot gemacht. Vielen, vielen Dank für Ron. Okay, das ist auch ein Fotograf. Und meine Tochter. Ja, vielen Dank und tschüss. Und wenn ihr Fragen habt, dann ich höre sie an. Okay, tschüss.